Also, willkommen Leute, wir sind live. Wir sind begeistert, dass wir da sind. Wir haben das Team dabei, Dima, André, natürlich Edward, Ilias sind immer bei uns. Toll, dass ihr auch wieder da seid. Toll, euch alle zu sehen. Und dann also André, Artem, Dimitri sind da. Edward, Ilja und natürlich Jeremy. Schön, euch alle zu sehen. Während du das machst, Jeremy, sage ich noch ein paar Sachen. Also, vor kurzem haben wir so einen spontanen Call gemacht mit Dima und dem ganzen Blockchain-Team und haben angefangen, da ein paar Informationen zu teilen. Und wir waren da wirklich begeistert zu den Infos, die wir da geteilt haben. Wir müssen da wirklich, haben wir gesagt, den Call mit der ganzen Community machen und zwar sofort. Das war der Grund. Wir haben also gesagt, wir machen das sofort. War nicht genug Zeit, alles hier auf, also Donnerstag hatten wir nicht genug Zeit und Mittwoch oder so, aber Freitag, also haben wir es auf Freitag verschoben. Also heute. Und darum hören wir jetzt was von Dima und darauf freuen wir uns. Ja. Ja, das sind großartige Neuigkeiten, denn viele Leute haben uns ja auch gefragt, Edward, Ilja, was wir erwarten können im September, wenn die Coin dann live geht. Was ist da die Strategie? Was ist der Wert dieser Nodes, dieses Mintings, dieses Münzens, dieser Coins? Wo sehen wir das? Wo geht das hin? Und wir haben da gar keine konkreten Erwartungen bisher so richtig gehabt oder mitgeteilt. Also kriegt ihr heute mit, was das Team da für diesen öffentlichen Launch im September zusammengestellt hat. Das alleine schon wird großartig werden. Also Dima, was du mit uns geteilt hast, das passiert ja nächste Woche eine Riesenveranstaltung in Dubai. Und ich weiß, einige großartige Dinge passieren da. Blockchain Sports wird auch dabei sein. Also sag doch mal kurz, worum es da geht. Gib das mal bekannt. Das ist die größte Krypto-Veranstaltung, die global aufgelegt wird, oder? Nächste Woche in Dubai. Also nochmal, wo genau, wann genau ist diese Veranstaltung, wenn man an diesem Event teilnehmen möchte? Wie geht das? Also hallo an alle und danke, Jeremy. Der Name des Events ist Token 2049. Mein Team denkt, dass das die größte Veranstaltung ist in der ganzen Welt. Und dabei geht es gar nicht darum, wie viele Leute kommen werden, sondern es geht darum, welche großen Leute kommen auch. Der CEO von Telegram wird da sein, CEO von Bitmain, von vielen Unternehmen werden CEOs, Geschäftsführer da sein. Also die berühmtesten Unternehmen im Kryptobereich. Und bei diesen Veranstaltungen wird auch noch mal ganz viel bekannt gegeben, was im Kryptomarkt passiert. Also da gibt es immer viele Ankündigungen, Neuigkeiten. Und wir sind total begeistert, weil uns diese Veranstaltung viel Gelegenheit gibt, viele gute Neuigkeiten. Und ich möchte heute also, darf ich das bekannt geben, Jeremy? Darf ich das eigentlich? Nein, warte mal noch mit dieser Bekanntmachung. Wir haben da was, woran wir gearbeitet haben, möchten aber darauf warten, bis wir alles dann in der Hand halten, um das dann bekannt zu geben. Aber sagen wir auf jeden Fall mal, dass in der nächsten Woche für Blockchain Sports noch einiges Großes kommt. Wir möchten also nicht zu viel zu schnell sagen, dass nicht die Bösewichte hier, die bösen Jungs dann irgendwie das mitkriegen und das stören, was da passiert. Ja, und ich denke auf jeden Fall auch, dass das die größte Neuigkeit ist im Bereich der Blockchain überhaupt, beim Blockchain-Sport. Denn heute geht es um Zahlen. Also wir können über Zahlen sprechen. Und die letzten paar Monate über habe ich viele Zoom-Calls gehabt und auch Privatgespräche und Leute fragen mich immer zu den Zahlen. Denn ja, viele Projekte, viel Technologie,
viele unserer Botschafter, das ist toll, aber was ist mit den Zahlen? Was hat es damit auf sich? Das ist ja eine der Hauptfragen, denn die Leute möchten ja verstehen, mit wie viel sie da reinkommen sollen und was sie dann haben können, was sie da auswählen sollen. Und das sind drei Hauptfragen sozusagen, die ich gehört habe im letzten Monat. Ja, wie viel also? Und ich kenne heute die Antwort also. Wir sollten bereit sein für diese Antwort. Und ich lebe ja schon in Dubai. Und ich habe viele Treffen, ich habe viele Deals mache ich, viele Vereinbarungen schließe ich ab. Und all diese Meetings, all diese Verträge geben uns eben diese endgültige Vision zu den Zahlen. Und die gebe ich heute bekannt. Ja, es wird unglaublich, dieser Call heute. Wirklich, ja. Und dann, als wir zum ersten Mal diese Zahlen gehört haben, Dima und so, das war wirklich, also, das habe ich gar nicht realistisch erwartet. Das war unerwartet. Aber als ich es dann von euch gehört habe, Leute, habe ich wirklich gesagt, wow, das ist wirklich cool. Gut, ist richtig unglaublich. Und alle wissen ja, dass eine Hauptgrundlage all dieser Founders-Pakete die Notes sind, ja? Die liegen dem Ganzen zugrunde. Und das Münzen der Coins, das sogenannte Minting und dann die Belohnungen, die über Blockchain-Rewards verdient werden, diese Belohnungen über die Notes, das ist massiv in diesem Projekt wichtig. Und heute ist also zum ersten Mal der Fall, wo diese Zahlen enthüllt werden. Wo die Roadmap, unser Fahrplan, die Projektionen auf das, was passiert dann September, Oktober, wenn alles live geht, was dann passiert, diese Prognose werdet ihr heute hören. Und es wird also in dem Sinne ein richtig aufregender Call für alle. Also ein Haufen Momentum, viel Schwung bei uns. Und die Bekanntmachungen, die wir heute machen, das wissen wir, da gibt es nächste Woche zusätzliche Bekanntmachungen. Und mit dieser Datenstorage, das endet ja am 15. und dann die Promo-Pakete auch am 15. gehen da auch zu Ende. Also ist das ein wichtiger Call für eure Teams. Ihr müsst diese Information auch weitergeben an eure Teams. Und ich mache jetzt mal Screenshare für dich und dein Team hier, Dima. Gerade mal einen Moment, gell? Ja, ich möchte über diese zwei Seiten zuerst sprechen. Ich möchte in diesem Sinne die Zahlen erklären und was die Zahlen bedeuten. Und was das unserer Community bringt und uns geben kann. Ich möchte heute über das Thema Nodes sprechen. Ich spreche nicht immer so viel über Technologie und so im Zusammenhang mit dem Projekt. Ich spreche nur über Zahlen. Und ganz genau möchte ich über Nodes sprechen. Nodes im Zusammenhang mit der Athleta Coin. Im letzten Monat hat unser Team viele Vereinbarungen, Deals, Verträge abgeschlossen und also vorbereitet auf jeden Fall. Und wir haben große, große Neuigkeiten. Im September werden wir Tier One Exchange Currency. Da werden wir also werden wir gelistet sein auf diesem Exchange, auf dieser Börse. Und das bedeutet, dass wir gewinnen werden mit unserem Launch. Denn wenn wir dann mit Tier One Currency, also nicht nur im Tier One Currency Exchange, also in der Währungsbörse Tier 1, sondern auch 2 und 3. 2 ist es genau und 3 vielleicht. Wir bereiten da noch eine Sache vor. Wir können dann einen riesen Boost erleben. Das kann also uns den Verkauf unserer Coin ganz stark fördern. Und das kommt zuerst und das bereiten wir vor. Auf der rechtlichen Seite unseres Projektes, hier im Nahen Osten, im Nahen und Mittleren Osten, Vereinigte Arabische Emirate, da haben wir uns darauf vorbereitet, hier einen Fonds zu eröffnen. Und dazu brauchen wir nicht mehr als 30 Tage, einen Monat, um diesen Fonds zu eröffnen in Mainland. Und wir haben da Vereinbarungen mit Regierungen, da lizenziert zu werden. Wir erklären dann noch mehr zu dieser Lizenz, wenn wir die dann haben, wenn wir sie dann nutzen. Und das geben wir vor dem Launch im September dann noch bekannt.
Es geht darum, das Fundament zu bauen hier. Und dazu muss Geld investiert werden in unser Projekt. Besonders investieren in Athleta. Wir haben da eine große Liste der Foundations, die sich da vorbereiten. Also Foundations, das wären Stiftungen, die sich hier vorbereiten, hier zu investieren, weil die sehen diese Fußballbotschafter, die sehen die Technologie und die sehen halt, wie viele Leute wir einladen, zu unserem Projekt zu kommen. Und die sehen das. Und Jeremy, es ist gut, wenn die Leute dein Gesicht sehen. Und wenn wir dann zu den Zahlen kommen, zeige ich die Zahlen wieder an, ja? Also, wir wissen ja, wie viel Wert wir da kriegen mit dieser Foundation. Und wir haben also schon Vereinbarungen mit all den Leuten auf der Liste. Und diese Foundation werden wir vor dem List der Auflistung im September dann noch bewerben. Also ganz spezifisch Promos machen. Juli, August, September. Und wenn der Fonds dann eröffnet wird, dann werden alle Namen des Fonds dann bekannt gegeben. Und was bringt uns das? Wir müssen zuerst mal wissen, auf welcher Währungsbörse, in welchem Exchange Currency wir gelistet werden. Das ist das Erste und das wissen wir. Und wir wissen auch, wie viel Wert von dem Fonds kommen wird. Wir wissen auch, wie viel Liquidität für unser Projekt kommen sollte aus unseren ganzen Vereinbarungen. Wir wissen also die Liquidität, die daraus entstehen sollte, weil wir da uns wirklich schon sehr angestrengt haben hier und hat mit den Investoren gearbeitet haben, mit normalen Anlegern, also nicht Kryptobereich, sondern Fiat-Geld aus dem Bereich eben. Und all das kommt dann, wenn wir die Gelder von Limitless hier sammeln. Und jetzt, Jeremy, bitte anschalten. Jetzt möchte ich euch erklären, was das bedeutet. Es geht hier um die Gründerpakete, die Founders Packages aus dem Februar, die schon gekauft wurden. Also zum Beispiel Founderpaket Nummer 1, $500. Wenn du FP1, also Founders Package, Gründerpaket im Wert von $500 kaufst, dann, André, vielleicht könntest du dich hier einklinken und das schneller erklären, weil du ja alles weißt hier zu den Zahlen. Ja, okay, die Zahlen aufdröseln, klar. Das ist ein Diagramm, das anzeigt, wie es aussieht, wenn du im Februar gestartet hast hier mit dem Founders-Paket. Und links, das sind die Kosten. Das war also der Preis, den du bezahlt hast für dieses Gründerpaket. Und total total daneben ist, was Adler dann verdienen wird im Verlauf von 18 Monaten. Das Oktober-Total da wird angezeigt, wie viel du dann hast zu der Zeit dieses Exchange-Events, also wo das passiert, was er gerade beschrieben hat. Und dann Penalty, das heißt also Strafe, das ist für die, die alles freischalten möchten. Wenn sie das jetzt schon machen möchten, so werden sie also bestraft. Das verlieren sie also in diesem Prozess so viele. So viel müssen Sie als Strafe sozusagen bezahlen. Und diese Strafe ist ein bisschen höher, weil da auch die 5% dieser Unlocked Token Batch dazugehören. Und die letzten zwei Spalten sollten selbsterklärend sein. Man sollte also den verkaufbaren Betrag hernehmen und den dann durch diese Zahl Target teilen. Und dann hast du dein Ergebnis hinten. $5,5 an Target. Okay, warum das? Wo kommt das her? Das ist also Ziel, Target, 5,5, also 5,5 Dollar, $5,50. Und wie kommt das her? Wir haben da ausgerechnet, was der Wert ist der Coins auf diesem Currency Exchange, also auf dieser Währungsbörse. Und unser Team, das nennen wir Market Making, das Team, die bereiten das also vor, diesen Gang auf diese Währungsbörse da. Und die haben das Ziel, also das Target zwischen 5 und 6 ausgewählt. Und diesen Wert behalten wir bei, weil all unser Market Making, also diese ganze Vorbereitung auf den Marktgang, sich auf diese Zahl fokussiert eben. Wenn wir dann listen, uns dann
auf die Liste setzen lassen, September, Oktober? Dann ist die erste Frage, wer kommt dann zu diesem Currency Exchange? Wer verkauft diese Coin? Das wird limited sein. Also wer geht auf diese Währungsbörse und wer verkauft dann diese Coin? Limitless macht das. Und die Coin verkaufen möchten, die haben zwei Möglichkeiten des Verkaufs. Erste Option zum Coin verkaufen. Die meisten von euch wissen ja, dass die Coins gesperrt sind, weil sie ja in unserem System drin sind. Aber wie ist es dann? Im Oktober werden 10% freigeschaltet oder wie ist das? Nein, 5% sollte das sein. Also 5% gerade heraus, ja, direkt im September, aber 10 im Oktober, ja? Die Prozentsätze, nein, nein, das ist nicht pro Monat zusammenzurechnen. Insgesamt wird es 5% in jedem Monat sein, 5% in jedem Monat, die freigeschaltet werden oder entriegelt sozusagen. Und im Oktober hast du dann 95% der Coins, die gesperrt sind und 5%, die frei sind. Und dann kannst du ohne Strafe 5% dieser freigeschalteten Coins eben verkaufen. Ohne Strafe, ohne Penalty. Und dann ein bisschen Profit einfahren. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Es gibt noch einen anderen Weg, wenn du den benötigst, wenn du alle Coins verkaufen musst, kannst du die Strafe zahlen. Penalty. 50% all des Gesamtbetrags deines Wallets. Und dann kannst du das in 5,5 Dollar verkaufen und hast dann 1.200 Dollar. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Oktober nur von dieser Coin her du dein Geld dann zurücknehmen kannst für dich. Du kannst also das Geld, das du fürs Gründerpaket ausgegeben hast, wieder einfahren und einen Profit damit erzielen. Das ist das Erste. Zweitens, du verkaufst nicht deine Notes, nur deine Coin. Die Notes generieren weitere Coins im nächsten Monat, in der nächsten Zeitperiode. Denn insgesamt generieren diese Notes 937,5 Coins. Und den ganzen nächsten Monat über hast du in jedem Monat neue Coins, die du wieder verkaufen kannst. Wir sprechen hier nicht über ein Projekt, das dieses Founders-Paket beinhaltet. Wir sprechen nur über Notes im Moment. Es geht nur um die Notes. Und heute sagen wir euch gerne, dass diese Zahl unser Ziel ist. Oder diese Zahlen. Denn all das, was wir hier vorbereitet haben, die letzten 2, 3 Monate über, ist jetzt schon vollendet. Wir haben die Vereinbarungen, wir haben die ganzen Deals. Und nach dem 21. Februar, als wir angefangen haben, hier Geld zu sammeln, das Fundraising gestartet haben, da habt ihr, unsere Community, uns geholfen, hier das Budget auszubauen. Und wir haben dieses Budget über diese Vereinbarungen ausgegeben und unseren Plan abgeschlossen. Damit sind wir vorbereitet auf dieses Listing, auf diesen Gang an diesen Currency Exchange, diese Währungsbörse. Oder ja, oder auch vielleicht auch Coinbörse, ein gutes Wort. Also, 5% werden im September freigeschaltet. War das jetzt September oder Oktober? Also, egal in welchem Monat das ist. Wann auch immer es hier einen neuen Monat der Emissionen gibt, sind 5% immer frei und 95% gesperrt. Aber beginnt das im September oder im Oktober? Ich verstehe das grundsätzlich, aber wann fängt das an? Also im Grunde fängt das jetzt an, sagt Jeremy. Also bis zum September ist das dann, dass 50% der Tokens, die im Februar für die Mitglieder, die im Februar dazugekommen sind, dass die für die freigeschaltet sind. Stimmt das? Na, für Leute, die von Februar an dabei waren, von Anfang an, wie sieht es für die aus? Okay, sagen wir mal Beispiel: Es kam jemand im Februar dazu und die haben 100 im Monat an Coins verdient. Jeden Monat 5, also frei und 95%
gesperrt. Und 6 Monate später dann, also hypothetisch, haben die dann 30 Coins, die frei geschaltet sind, und 500 noch 70, 570, die gesperrt sind. 5% sind es eben. Es passiert dann ein Unlock-Event später, ein großer auf diesem Emissionszeitplan. Das wird auch bald bekannt gegeben, wo dann ganz viele Coins, ein großes Freischaltungsereignis wird das sein. Das geben wir dann noch bekannt. Aber da können diese Diagramme habe ich jetzt noch nicht, aber die seht ihr dann, wenn sie bereit sind. Ja, macht Sinn. Und dann die Leute, die schon Founders-Pakete im Februar gekauft haben, Jeremy, kannst du die nächsten 2 Seiten bitte anzeigen? Ja, genau. Zum April. Heute Founder-Paket $550. Und wenn du das schon gekauft hast heute, dann das gleiche wieder. Dann hast du 937,5 Gesamt an Coins, Gesamtbestand. Aber im Oktober wirst du weniger haben, nämlich 312 Coins. Und das Gleiche gilt wieder. Wenn du das im Oktober verkaufen willst, hast du dann 148 und mit 5% freigeschaltet. Insgesamt hast du dann 164 Coins. Wenn wir das Ziel daher nehmen, 5,5, dann sind das $902. Also dann nimmst du wieder dein Budget sozusagen wieder ein, das du ausgegeben hast, um dieses Founder-Paket zu kaufen. Und du hast deinen Profit damit. Und du sparst deine Notes weiter, die hast du weiter. Und im nächsten Monat, das nächste halbe Jahr über, das nächste ganze Jahr über, hast du weiter mehr Coins, die du jeden Monat verkaufen kannst. Aber das ist eigentlich der pessimistische Plan. Denn natürlich ist es ja im Oktober auch so, dass unsere Blockchain wachsen wird. Und jeden Monat fügen wir neue Technologien hinzu und geben viele Erfolge bekannt bei Blockchain Sport XR, Computer Vision, also beim computergestützten Sehen, beim NFT Marketplace, überall. Und damit wächst das Projekt an Wert. Und damit wächst auch der Wert unserer Blockchain-Adleta. Und unser Team behält die ganzen Coins. Wir möchten die nicht verkaufen im September, Oktober, November, Dezember. Wir behalten das bei uns. Wir bewahren das auf. Denn wir wissen ja, wie das Projekt integriert werden kann. Und wir fangen nur an, drüber nachzudenken. Also an den Coin-Verkauf denken wir erst, darüber denken wir erst nach, wenn, also später, viel später. Also André und so, der hat da den Plan dafür. Das wird später gemacht. Wie sieht das aus? Wie ist das genau? Also ich kann da nur für mich selbst sprechen, aber in diesem Fall habe ich keine persönlichen Absichten, meine Coins zu verkaufen, was mir zugewiesen wird. Aber die Token, Allocation ist im 18-Monate-Takt. Das heißt, es dauert 18 Monate, bevor das Adler-Team überhaupt zu einem Supply kommt. Also, und dann passiert das immer ein peu à peu in einem Gesamtzeitrahmen von 24 Monaten. Also, was ich hier rüberbringen möchte, ist, dass es egal ist, welches Gründerpaket du kaufst. Jedes Gründerpaket enthält diese Nodes und diese Nodes generieren Coins. Heute können wir schon sagen, dass nur Nodes uns Gelegenheiten geben, nach, was weiß ich, wie viel, 5 Monaten, unser Budget wieder einzufahren. Das Geld, das wir ausgegeben haben zum Kauf des Founder-Paketes und dass wir dann einen Profit haben, wenn wir alles verkaufen. Wir können die Hälfte verkaufen und einfach unser Budget wieder einfahren und die anderen Coins behalten. Und alle Founders-Pakete haben Technologie drin. Die sind beinhaltet, die Technologien, die Projekte, die Gelegenheiten stecken in den Gründerpaketen mit drinne. Und damit erzielen wir mehr Wert.
Also, dass ich das auch richtig verstehe, sagt Jeremy. Wenn eine Person sich entscheidet, die Coins frühzeitig freizuschalten und sie zu verkaufen, zum Beispiel im Oktober, dann müssen sie die Penalty, die Strafe zahlen. Wer das nicht tut, für den wachsen die Zahlen noch weiter. Denn diese Strafe, diese 50% oder was auch immer der Tokens, die aufgrund der Penalty, die nicht bezahlt wird, eben erneuert werden, die behält man dann ja weiter bei. Das ist also ein Szenario für die Leute, die sagen, okay, ich möchte die Penalty zahlen, ich möchte sofort alles verkaufen, was geht. Und so sind dann die projizierten Zahlen eben, so sehen die aus. Aber für die, die die Strafe nicht zahlen möchten und sich nicht beeilen müssen, hier zu verkaufen, für die ist das alles noch viel größer, stimmt das? Ja, so ist es, Jeremy, ganz genau so. Und Jeremy, wir ermutigen die Leute jetzt nicht, hier diese Strafe zu bezahlen. Das ist nur ein Szenario für Leute, die vielleicht im September, Oktober unbedingt Cash brauchen oder im November. Es gibt ja Situationen im Leben, wo das so ist. Und in dem Fall wollten wir einfach ein Szenario vorzeigen, wie das aussieht, wenn man einfach nur gleich aus sein Geld rausziehen möchte, sofort das Geld in Bares verwandeln möchte, weil man das vielleicht muss. Aber die Mehrzahl der Leute, da habt ihr absolut recht, die bleiben dabei, die behalten die Coins und halten sie. Denn Dima, das ist ja nur das Preisziel für September, Oktober. Aber solange es weiter den Bullenmarkt gibt und das ganze Projekt weiter evolviert, ist ja natürlich der Preis weiter im Anstieg begriffen. Je größer das Projekt wird, desto mehr Wert hat die Coin, ja. Für die meisten Leute macht es also total Sinn, einfach nur monatlich hier ein bisschen zu verkaufen, was einfach die offizielle Freischaltung ist, die umsonst passiert, und den Rest zu behalten. Das macht für die meisten Leute wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja, genau. Und im Oktober, was ich hier sehe, ist es ja so, dass auch im Oktober ein Drittel der gemünzten Tokens freigeschaltet sind. Also wenn eine Person sagt, ich verkaufe jetzt dieses Drittel dieser Token, dann zahle ich die Strafe. Dann ist es aber so, dass der ursprüngliche Kauf des Gründerpakets wieder eingefahren wurde. Und dann hast du aber immer noch zwei Drittel deiner gewünschten Tokens, die du immer noch weiter in den Händen hältst. Und du hast immer noch die Blockchain-Belohnungen, die Rewards, die jeden Tag freigeschaltet werden. Also Leute, ich muss das klar sagen für die Community hier. Diese Zahlen sind einfach nur basiert auf einem Drittel eurer Token. Und die Coins, die freigeschaltet werden. Und wenn du die nutzt und dann noch die mit Strafe noch dazu verkaufst, hast du immer nur noch ein Drittel deiner Tokens aufgebraucht. Deiner gemünzten, zwei Drittel der gemünzten Coins sind weiter dabei. Übrigens, Jeremy, dein Video ist nicht an, aber zu diesem Thema Minting der Tokens, ja. Layer One Blockchain, da befindet sich ja auf der ersten Schicht der Blockchain in Layer One. Und ganz am Anfang, als wir mit Dima gesprochen haben, über einfache Transfers im Fußball, also Vereinswechsel, und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir überhaupt hier, da haben wir schon gesagt, okay, bevor wir überhaupt noch, das ist schon genug, dass sie zu uns kommen, zu Limit. Es ist einfach nur die Spielerwechsel. Alleine schon ist schon so groß. Und dann ist ja noch so viel obendrauf. Und diese Tokens sind eben auch da oben drauf. Und ich spreche gar nicht über Nodes. Ich spreche nicht über Profite. Ich spreche über das Projekt. Ich spreche über Inner Athlete, über Spielerwechsel, über VR, XR. Ich spreche über die ganzen Projekte. Und dann begeistere ich mich richtig dafür. Aber das ist noch da oben drauf. Und dann ist es auch so, dass wir als Token uns nicht nur auf den Kryptomarkt verlassen und dass es da einen Bullenmarkt gibt im Bereich Krypto. Denn es steckt ja ein echtes Business dahinter, ein echtes Geschäft. Und da haben wir drüber gesprochen. Und André, du hast das auch vor ein paar Tagen gut gesagt, als wir uns unterhalten haben über den Token und darüber, dass der Markt, ja, wenn der hochgeht oder runtergeht, egal, wie der dann also immer unbeeinträchtigt. Aber vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen weiter sprechen. Aber ja, was wir uns, worüber wir uns unterhalten haben,
ist also, dass der Sektor, auf den die Adlergäuen zutrifft, also wo die sich bewegt, dieser Sektor ist sehr resilient volkswirtschaftlichen Faktoren gegenüber, zum Beispiel Fluktuationen der Zinsraten oder was auch immer es ist. Der Sport bleibt beständig und wächst beständig weiter. Und das hat natürlich dann einen Einfluss auf die Gehälter der Spieler, auf die Zuschauer, auf die Teilnahme an den Spielen. Und natürlich während Covid sind die Zuschauerzahlen runtergegangen. Aber trotzdem haben die Profite weiter eingefahren, diese Vereine, die Clubs. Also Sport wächst beständig, egal was passiert. Und Adler hat das Potenzial, ist in der Lage, das Potenzial also zu nutzen und vielleicht Probleme ja nicht zu umgehen. Das ist auch nicht das richtige Wort, aber dass also minimal nur die Korrelation besteht mit der Volkswirtschaft insgesamt. Tja, jetzt hast du Covid erwähnt und dann sind mir diese VR-Games eingefallen, diese Spiele über Virtual Reality. Wenn es mal wieder so einen Covid gibt oder sowas, können wir weiterspielen hier mit diesen Dingern auf dem Kopf. Wir spielen jeweils zu Hause. Keine Angst, ich möchte keinen Covid, ich möchte sowas nicht wieder haben. Das wünsche ich mir nicht, aber selbst dann könnten wir weitermachen, das sage ich. Auch wenn wir wieder, ja, aber egal, ich lenke ab vom Thema, sagt Edward. Aber Dima, nur um das Beispiel mal zu verwenden, NFT Marketplace, eines der heißesten Projekte, das wir ja in unserem System haben, da brauchen die Leute ja diese Adlercoin. Denn ohne Adlercoin können die Leute ja gar nicht hier NFTs kaufen. Also Fußballer-NFTs und so weiter. Also das ist ganz, ganz stark. Also auch wenn der Kryptomarkt wieder einen Crash erlebt, das wird ja passieren, das wissen wir, das passiert ja immer wieder. Dann haben wir aber ein echtes Geschäft dahinter. Und unsere Coin hat eine Nützlichkeit. Und das ist eine Layer-One-Coin, das kommt noch oben drauf. Und das heißt, dass, wie schon vor ein paar Tagen von André erklärt in unserem Privatgespräch, dass das dann eine Rolle spielt bei allen Integrationen, bei allem in der Blockchain. Und wir haben also noch viele weitere. Echte Geschäfte sind unter dem Dach Blockchain Sports. Und darum ist das so stark. Ich hoffe aber auch, dass kein Covid mehr passiert oder sowas ähnliches. Aber wenn doch, dann haben wir was. Wenn irgendwas in der Art wieder passiert, vielleicht kann dann der Preis der Coin noch weiter in die Höhe schnellen, weil wir dann eine Lösung haben. Ja, in dem Fall wäre es eine Anti-Covid-Lösung gewesen. Und wenn wir das noch verzahnen mit diesen Partnerschaften im Bereich Tier One Blockchain, dass wir in diesem Tier One Umfeld starten. Das ist ganz selten in diesem Bereich. Und das wird auch gewaltig wichtig werden, wenn wir dann über die Bekanntmachung nächste Woche sprechen, die dann kommen. Und wir sagen es euch einfach, Leute, die Welt, die Kryptowelt, die Privatanlegerwelt, alle verlassen sich auf das Projekt. Und wenn das live geht im September, wird die Nachfrage riesengroß. Und wir müssen erkennen, dass wir die einzigen Menschen auf der Welt sind, die die Gelegenheit haben, hier mitzumachen. Wenn du keine Node besitzt auf der Adler Blockchain, dann gibt es niemanden auf der Welt, der diese Coin haben wird, bevor sie öffentlich angeboten wird. Außer uns, die Besitzer der Nodes. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Eine Riesengelegenheit. Selbst wenn wir die ganzen Unternehmen aus der echten Welt hier entfernen würden. Und wir zeigen euch das nochmal. Und wenn das einfach nur eine Node-Kampagne wäre, einfach nur ein Node-Projekt. Und wenn du nur die Nodes hättest, das Münzen der Coins, das Minting und die Belohnungen von der Blockchain über diese Nodes, dann ist das auch schon ein Riesensieg. Und alle sollten heute sehen, dass das ein Sieg ist, einfach nur auf der digitalen Seite des Projektes schon. Das ist ein Sieg, ein Gewinn vom ersten Tag an und auch eine exklusive Gelegenheit. Wir sind die einzigen Menschen auf der Welt. Und hey, hört zu, es sind Leute reingekommen, Projekte, Unternehmen, die gesagt haben, wir unterstützen das Projekt, wir investieren in dieses Projekt. Und die möchten diese Allokation haben, die möchten in einer Position sein, in der die Limitless-Gemeinschaft sich gerade befindet. Das ist nämlich eine exklusive Position nur für diese Community. Also diese Zahlen anzuschauen hier. Und das sind nicht einfach nur Zahlen, die einfach so
irgendwie aus heiterem Himmel heraus ausgewählt wurden. Nein, die sind auf Angebot und Nachfrage basiert, basiert auf den Partnerschaften, basiert auf den Projektionen aus dem echten Markt. Das sind Zahlen, die wir ins Visier nehmen für September und Oktober. Leute, das ist eine Riesennachricht. Und wir werden die Folien gleich nochmal anzeigen, aber die, Mann, ist einfach spannend und aufregend, oder? Ja, auf jeden Fall. Jeremy, du hast absolut recht. Ilja hat darüber gesprochen, wenn der Bullenmarkt zum Bärenmarkt übergeht im Bereich Krypto, dann ist das auch egal. Denn die Coins und die Nodes, das ist ja, ich weiß nicht, 5% unseres Ökosystems. Eins von 24 Projekten in unserem Ökosystem. Und alle Zahlen. Es sind grundlegende Zahlen, also ganz normale Zahlen basierend auf Fonds, auf Währungsbörsen und so weiter. Und wir haben einfach noch 4,5 Monate bis zum 1. September. Und wir leben ja schon hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, UAE, ein Zentrum des Bereichs Krypto, der IT-Startups und all dem. Jeden Tag hat unser Team hier mehr als 10 Treffen mit wirklich hohen Tieren, mit Leuten von der Regierung, mit Milliardären, mit CEOs von ganz vielen Projekten. Und wir bereiten uns auf eine riesengroße Bekanntmachung vor. Ich bin total begeistert. Heute gibt es in unserer Community schon 24.000 Leute, die ein Gründerpaket, ein Founders Package erworben haben. Und dieser Zoom-Call ist besonders für Leute, die in ihrer Community wachsen möchten. Aber das ist schwer für sie. Denn nicht alle Leute aus unserer Welt, aus der intelligenten Welt, aus der IT-Welt, für die meisten Leute ist das so, dass sie nicht so drauf sind. Das sind so grundlegende Anlegerinnen und Anleger, ganz normale Leute, Investoren. Die möchten Antworten haben auf 3 Fragen. Wie viel soll ich kaufen? Was soll ich kaufen? Welches Gründerpaket 1, 2, 3? Und wie lange muss ich warten? Und wann kann ich meine Investition wieder zurückkriegen? Das ist immer das Erste. Eine weitere große Frage dann, kann ich diesem Projekt vertrauen? Kann ich dem vertrauen? Wir sind ein Team, das zusammengewachsen ist. Wir haben Vertrauen. Wir sind eine eigene Gemeinschaft, unser Team. Wir vertrauen einander und wir sind von dem Projekt überzeugt. Wir glauben an dieses Projekt und wir haben heute Antworten. Wir haben heute Antworten und das sind die ersten Zahlen. Das sind nur die ersten Zahlen, 5% der Zahlen. Denn wir arbeiten ja in allen Richtungen weiter, bei Blockchains, Boards, im Bereich Computer Vision, beim NFT Marketplace, im Bereich Digital ID. Überall arbeiten wir weiter. Heute sprechen wir über nur eine Sache, ein Projekt, nämlich die Nodes. Und dieses Projekt gibt uns jetzt schon die Gelegenheit, 100% des Investitionsbudgets zurückzuverdienen, das fürs Gründerpaket ausgegeben wurde. Es ist unglaublich. Dima, das ist wirklich ganz gewaltig. Und bei anderen Projekten erwarten wir auch Zahlen. Ich weiß, ihr bereitet euch auf Zahlen vor. Also Wirtschaftsdaten über die anderen Projekte, wann auch immer ihr bereit seid. Denn wie du schon gesagt hast, Jeremy, wir können nicht einfach nur rohe Zahlen bereitstellen. Das muss vorsichtig präsentiert werden. Das ist ja eine große Aussage. Also bei allen Projekten, wann auch immer das bereit ist, also teilt das mit uns, Dima. Aber auf jeden Fall ist das total aufregend. Wir haben nur noch 15 oder 20 Minuten Zeit. Und ich weiß, wir machen noch ein paar Limitless-Updates mit Jeremy. Aber von meiner Seite wollte ich noch was sagen. Wir haben zwei starke Mechanismen in unserem Geschäftsmodell. Erstens Preisanstieg. Wir haben also ab diesem Monat gedacht, dass 10% Preisanstieg passieren sollte am 1. Mai, am 1. Juni, 1. Juli, 1. August. Jeden Monat erkennen die Leute,
dass der Zug abfährt und es nur noch ein paar Tage, ein paar Wochen sind bis zum nächsten Preisanstieg. Und das Zweite, und das ist was, was wir auch besprochen haben, André, in Brasilien. Ich weiß nicht, ob du dich an das Gespräch erinnerst, aber meine Frage damals war, warum es Sinn ergeben würde, für Leute hier schneller zu kaufen. Also warum das schneller einsteigen besser ist. Und jetzt sieht man den Unterschied. Einstieg Februar, Vergleich zu April, diese Szenarien. Und je mehr du also verkaufen kannst, wenn du, je früher du einsteigst, desto mehr kannst du verkaufen. Wenn wir dann diese Coin listen werden, wer also im Juli oder Juni erst zu uns kommt, der wird nicht in einer schlimmen Situation sein, aber die können weniger rausziehen an Kapital, wenn dann die Coin released wird, wenn es den Start der Coin gibt, offiziell. Und hier ist der Vergleich, wer im Februar kauft und wer im April kauft, ist hier zu sehen. Diese zwei Sachen also sind sehr starke Motivationsfaktoren für die Leute, hier in Aktion zu treten. Das ist also auch stark. Und dann Dima, du hast ja gesagt, dass das Projekt von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer stärker wird mit den ganzen Partnerschaften, Vereinbarungen. Die Valuierung geht hoch. Das ist jetzt schon größer, als wir in Dubai am Anfang bekannt gegeben haben. Das ist jetzt schon viel größer geworden. Und das geht auch weiter so. Und dann macht es natürlich total Sinn, diesen Preisanstieg durchzuführen, weil der Wert ja immer größer wird. Das ist also wirklich wunderschön. Bevor wir also dann hier den Gang an diese Börse machen, dieses Going Public, wird es immer teurer, wird immer höher. Das sind also noch 4 Monate bis dahin. Das ist also der Vergleich hier Februar zu April-Einstieg. Und das ist weiter so, die nächsten paar Monate, wer später hinzukommt, verliert was. Dr. Sancha hat am 21. Februar unserer Community die Valuierung unserer Coin gezeigt. Das war 1 Milliarde. Und jetzt ist das schon viel mehr. Wo kommt die Zahl her? Die kommt aus der Analyse unserer Projekte, die schon in diesem Moment laufen. Und als wir dann das Fundraising gestartet haben und dieses Budget ausgegeben haben zum Ausbau unseres Projektes für Entwicklung, für Unterstützung von Fußballspielern, Communityarbeit und all das, da ist die Valuierung natürlich angestiegen. Ist ja klar, du investierst Geld, dann wächst deine Valuierung. Ist ja klar, dein Wert steigt. Und wir arbeiten ja sehr viel mit großen Investoren zusammen und wir bereiten große Deals vor. Im September, Oktober, November, Dezember wird viel kommen. Denn einige unserer Projekte, die wir erschaffen, ein Prozentsatz dieser Projekte hat viele große Investoren dabei, die mitmachen. Und wir arbeiten also am Wert unserer Projekte in allen Ökosystemen, im gesamten Ökosystem bei uns. Dr. Sancha und sein Team, die arbeiten da sehr hart dran. Und dann vor 5 Tagen waren wir in einem Treffen mit einer Regierungsstelle. Und Dr. Sancha hat Dokumente vorbereitet über die finale Valuierung im April. Und wisst ihr was? Unsere Zahlen heute 5 Milliarden. Und das ist eine offizielle Zahl. 5 Milliarden, ja. Das ist unglaublich. Das ist das nächste Problem für uns, sagt Edward. Und Dr. Sancha mit seinem Team nach dem 21. Februar haben die, glaube ich, nur mit uns gearbeitet. Denn jeden Tag habe ich ihn also nicht verlassen. Wir arbeiten zusammen, wir haben ihm alles erklärt über unsere Projekte und all das. Und der hat viele Unternehmen diese Arbeit hinzugefügt. Und vor 5 Tagen kam aus London dann dieses Dokument. 5 Milliarden, ja. Ja, wir werden das teilen. Wir müssen dann eine separate AMA-Session machen mit Dr. Sancha. Das ist aber wirklich spannend, denn das, da geht es ja auch um die Valuierung des Tokens, ist ja verbunden mit diesen ganzen Businesses, ja. Weißt du was, Jeremy? Wir sprechen hier über Leute, die im Februar gekauft haben und dann im März und dann im April. Und manchmal ist es ja so, dass die Leute, die im April kaufen, dass sie viel mehr Glück haben, also als die, die im Februar gekauft haben. Und warum?
weil die keine Wahl haben. Die münzen weniger Tokens und dann viele Tokens später kann die Valuierung ja viel höher sein. Und die Person, die nicht geduldig genug war und alles verkauft hat, oh, ich habe hier einen Profit eingefahren, wenn die das so denken. Naja, Jeremy, ich habe dir dieses Dokument geschickt. Kannst du das teilen? Ja, zeigen wir das mal. Das ist ein bisschen unbekannt hier. Eine unbekannte Sache zum Thema Valuierung, ja? Ich wusste, dass Dr. Sanjay und die Sanjay-Gruppe groß ist. Eine der größten. Also, lieber Folgendes ist passiert gewesen. Ich hatte den CEO, den ehemaligen von OKX Exchange, war bei mir zu Hause. Wir haben das Blockchain-Sports-Projekt diskutiert. Und dann hat er angefangen zu sprechen über deren neues Projekt von denen. Und die Valuierung, da hat er gesagt: Sanjay-Gruppe, mach die Valuierung bei denen. Und dann habe ich gesagt: Hä, sprichst du über Dr. Sanjay? Ja, auf jeden Fall bin ich dann. Hab das Video angezeigt von dir und mir und Edward Ilja uns alle auf der Bühne, wo wir das Zertifikat hochhalten, die Urkunde von denen und dann sind das die, ja, die sind das, hat er gesagt. Das sind die größten in der Welt, wenn es um geistiges Eigentum und Valuierung geht. Es war wirklich so ein Gefühl, das ist echt eine kleine Welt. Ich hatte keine Ahnung, dass die sich kennen. Es war einfach unglaublich und der war total vom Hocker, als ich ihm die Zahlen zu unserem Projekt gezeigt habe. Na, jetzt kannst du ihm das Dokument zeigen, das ich dir schon geschickt habe. Welches Dokument meinst du jetzt? Das erste? Die vier oder die vierte oder fünfte Seite da. Zertifikat, ja. Zeig nicht aus Versehen die große Nachricht, die man noch bekannt geben wollte heute. Zeig das, ist noch nicht Zeit dafür. Gerade noch einen Moment, ja, bis dahin. Okay, also los geht's. Hier haben wir's. Wunderschöne Zahlen, ja, die wir schon haben. Das ist stark. Ja, das ist unser Zertifikat. 28 ist das die Valuierung. Also hier, wir haben ja viele Projekte, 18 Projekte sind das in unserem Ökosystem. Also hier die ganzen Projekte, Blockchain, Extra, Football, ihr könnt es ja ablesen. Die haben alle ihre eigenen Urkunden, denn jedes Projekt wird von der Sanja-Gruppe geprüft und dann geben die uns etwas, was wir vielleicht ändern müssen, wo wir ein paar Fehler haben oder so. Und wir bereiten alles vor und geben ihm dann diese finalen Dokumente. Und seine Gruppe hat uns dann diese Zahlen vor 5 Tagen gegeben. Also, wir haben angefangen, wir sind jetzt schon am Wachsen, ja? Und im September wird das wirklich dazu beitragen, dass wir einen großen Boost erleben. Blockchain Sports, Athleta, ja. Natürlich, unglaublich, ja. Unglaublich, ja. Mich hast du jetzt umgehauen, echt. Also zurück zu PowerPoint, Edward Ilja. Wir möchten noch ein paar Bekanntmachungen rüberbringen, ob wir zum Abschluss des Calls kommen, nämlich die Events, die anstehen. Leute, also, wir haben Events, die passieren werden. Erstmal Tokio,
am 3. Juni. Zusätzliche Bekanntmachungen dazu wird es auch noch geben. Wir arbeiten ja dran, Blockchain Sports Event mit Fußballlegenden aufzulegen in Tokio auch. Also zum 3. Juni werden wir da die Veranstaltung, am 3. Juni werden wir die veranstalten da. Die europäische Veranstaltung in Budapest passiert am 8. Juni. Da könnt ihr zu limitless-europe2024.com gehen, um mehr zu erfahren. Aber geh mal zurück. Diese Website ist live, das ist ganz wichtig. Also, das ist schon jetzt live. Ihr könnt Karten schon kaufen. 1000 Leute ist die Kapazität in Tokio, ist aber passwortgeschützt. Ihr könnt das Passwort von euren Leaders erhalten, von eurer Upline in Japan, für Limitless Japan. Also, der Preis ist $199 für Japan. Das nächste ist auch live, die Website. Und der Preis ist, glaube ich, $29 in Budapest. Und das kann man nur mit Kreditkarte kaufen. Es gibt keine USDT-Option. Wir haben uns entschieden, diese Option nicht mehr umzusetzen. Das ist also ein ganz gerade heraus der Prozess. Also man kann Budapest kaufen, 2000 Leute passen da rein. Das wird ganz schnell ausverkauft sein, glaube ich. Das ist also der regionale Europa-Event. In Japan konnten wir keinen Veranstaltungsort, keine Location mit größerer Kapazität sichern. Aber 1000 Legenden werden kommen. Also 1000 japanische Legenden ist ein bisschen kleiner, als wir vielleicht uns erhofft hätten. Also dann 17. August Las Vegas. Das wird dann diese Woche noch bekannt gegeben. Die Website wird live gehen diese Woche. Und dann könnt ihr Tickets kaufen für Las Vegas. Also spannende Zeiten, es passieren Live-Events überall. Und wir möchten alle nochmal daran erinnern, dass diese Daten-Storage-Promotion von Athleta für die ganzen Founders-Pakete, einschließlich des neuen Promo-Packs, am 15. April zu Ende geht. Diese Promo, wir haben die verlängert bis zum 15., aber am Montag, den 15. April, geht das zu Ende. Und es gab noch nie eine bessere Zeit, Founders-Paket hier sich zu sichern und dann Pre-Launch-Mitglied des Projekts zu werden. Also genau genommen ist es um 23:59 Uhr UTC-Zeit. Und dann kann man also nochmal diese Daten-Storage-Rewards nutzen. Und dazu möchte ich alle nochmal daran erinnern, dass dieser Accelerator-Promo-Pack in Real Life auch am 15. April, am Montag, zu Ende geht. Das ist ein ganz starkes Promo-Paket für die, die vielleicht noch nicht in der Lage waren oder die nicht in der Lage sind, das $27.000-Paket zu kaufen oder $55.000-Paket, wozu das Inner-Athlete-Programm eben gehören und Blockchain Sports XR, das Business auch dazu gehört. Wer das sich nicht leisten kann, kann hier an zwei der größten Projekte im echten Leben teilhaben, die es bei uns gibt. Das Inner-Athlete-Projekt ist jetzt schon am Wachsen, bereitet sich auf den Launch vor und wir werden da bald Umsätze sehen. Oh, in den nächsten paar Monaten schon. Und Blockchain Sports XR-Paket, XR, XR, dieses Geschäft, ihr habt ja die Webinare gesehen, die wir angeboten haben dazu. Also eine Technologie, die einen der größten Durchbrüche in der Sportwelt bringt. Und exklusiv für Blockchain Sports, bei Blockchain Sports, für die, die sich diesen Promopack kaufen. Und für 5.500 USDT ist das im Angebot. Natürlich gehören da 10 Athleta-Notes dazu. Und man ist automatisch bei 4% im Empfehlungsplan. Und nochmal, dieses Promopaket endet am 15. April auch. Also auch das ist eine großartige Gelegenheit für die Menschen. Das ist ein Add-on-Paket, also ein Zusatzpaket. Was auch immer euer Gründerpaket ist, ihr könnt dieses Accelerator-Paket, diesen Beschleuniger, eurem Basispaket hinzufügen. Und das bringt Vorteile für alle. Also alle, das hoffen wir, nutzen das. Und es ist wirklich also eine einzigartige Gelegenheit, hier Zugang zu kriegen zu diesen Geschäften, zu diesen Projekten in der echten Welt, in real life. Ilja, was möchtest du noch hinzufügen hier zum Thema Visa Mastercard Payment Solution, also die Zahlungslösung?
Ja, viele Leute, die nicht vom Kryptobereich herkommen, sondern von traditionellem Business her oder normale Kunden, die haben halt nur Kunden, Visa, Mastercard. Die wissen gar nicht, wie man Krypto kauft. Also dieses Gespräch führen wir täglich, ja? Und aufgrund dessen haben wir diese Lösung vorbereitet. Und wir haben da also, wir hatten die Lösung schon auf der Uplift-Seite. Und wir werden das also dahernehmen und das jetzt von Uplift also rüberbringen und hier integrieren. Und das sollte ab nächste Woche am Laufen sein. Das wird nicht direkt sein. Das ist, wie sagt man, das ist so ein Payment Gateway, wie das heißt. Also eine Zahlstelle, wo man seine Kreditkarte nutzt, Visa, Mastercard, da eine Gebühr bezahlt. Die Gebühr ist nicht. Also in Europa kann man SEPA nutzen, SEPA, so wie bei Uplift auch. Also die Gebühren werden nicht von uns festgelegt, von Limitless oder Blockchain Sports. Die Gebühren sind marktbasiert für Zahlungen dieser Art. Und damit haben wir mehr Leute, die weniger Probleme haben. Gibt es hier Limits? Ja, bis zu 30.000 Dollar, ja. Aber ich habe mir noch nicht alles durchgelesen. Ich konnte noch nicht richtig tief eintauchen. Aber als wir das bekannt gegeben, wenn wir das bekannt geben, werden wir die ganzen Details noch dann dazu mitreichen. Und das Letzte, was wir noch bekannt geben müssen jetzt, ist, dass für die, die den Up die Upgrade machen möchten oder Ilja, ja, das ist wirklich stark. Aus irgendeinem Grund, was jetzt so die letzten paar Tage über bei dir, Jeremy, bei mir auch. Einige Lieder haben. Wir haben diese Beschwerden gehört, dass wenn sie upgraden, dann denken sie, dass es nicht fair ist, weil sie den Unterschied bezahlen zwischen dem Anfangspreis im Februar damals oder März und dem Preis nach 10% Anstieg. Also wir haben dann mit dem Technologieteam gesprochen und haben uns entschieden, das zu korrigieren. Als allererstes Mal, das ist das Wichtigste. Die Leute können also ab jetzt, ich glaube sogar vor ein paar Stunden fing das schon an. Nein, das fängt in ein paar Stunden nach dem Call an, dass also dieser 10-prozentige Preisanstieg dann nicht mehr gilt. Also alle werden weniger bezahlen. Und wer schon mehr bezahlt hat, da, für die gibt es gute Nachricht. Nächste Woche können wir so ein Skript ausführen und können dann den Preisunterschied zurückzahlen, rückerstatten. Ist nicht so viel Geld, aber wir nehmen das ernst als Unternehmen. Das ist eine gute Neuigkeit für die Leute, die ein Upgrade machen möchten und die vielleicht denken, weil sie da am Anfang den Anfangspakt günstiger gekauft haben, können sie das beim Upgrade jetzt auch auf der gleichen Stufe weitermachen. Um das einfach zu erklären, wenn Leute entscheiden, Upgrade zu machen, dann haben sie am Ende den kompletten Preis bezahlt. Die 10% Preisanstieg, wenn der passiert und die dann Upgrade gemacht haben, dann war das, als ob sie nie zum anfänglichen Preis etwas gekauft hätten. Ich wusste das nicht mal. Ich auch nicht. Ich dachte, du zahlst nur 10% auf den Unterschied. Und als ich dann die Botschaften gelesen habe in der Pace der Leader Group, habe ich gesagt, nein, nein, das geht ja gar nicht. Habe ich gesagt, nein, nein, das ist nicht richtig. Das müssen wir korrigieren. Das war nicht die Absicht. Also alle, die, sagen wir mal, im Februar gekauft haben, für 50.000 und die möchten ein Upgrade machen, nochmal 50.000, dann zahlen sie 60. Und das bedeutet, dass sie also sozusagen also nie was gekauft hätten. So wäre das dann. Ich dachte, die zahlen nur 10% Aufschlag auf das, was dann der Upgrade ist, aber so war es eben nicht. Das war wohl nur ein Missverständnis zwischen uns und dem Entwicklungsteam, dem Team unserer Developer. Aber die, die davon betroffen waren, die kriegen die Rückerstattung ins Wallet überwiesen, die zusätzlichen Kosten, die ihr schon bezahlt habt. Also alle, die im April Upgrade gemacht haben und die ganze Summe bezahlt haben, die kriegen die Rückerstattung. Und dann die nächsten paar Stunden über wird dann die neue Preisgestaltung live gehen. Also die Preise werden aktualisiert. Und ab dann zahlt man nur noch den Unterschied, wenn man ein Upgrade macht und nicht mehr den Aufschlag auf die komplette Summe. Das ist eine große Neuigkeit auch. Okay, fantastisch. Leute, vielen Dank, dass ihr bei uns wart heute, Dima. Unglaubliche Informationen von dir. Vielen herzlichen Dank, André, auch dir. Atem, von dir konnten wir gar nichts hören heute, aber du warst auch da. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir wissen dich auch zu schätzen. Jo, alles gut. Ihr Geist seid super. Okay. Finde ich toll. Wir haben noch 3 Tage bis zum 15. Und
ein großer Promos kommen zum Ende. Machen wir es also zu einem tollen Wochenende. Ich hoffe, diese Infos heute waren wirklich wertvoll für euch. Die verdolmetschten Aufzeichnungen werden bereitgestellt in der offiziellen Telegram-Gruppe. Heute noch, später heute. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sprechen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Vielen Dank.